Hey Freunde, herzlich willkommen bei RCKS & Co. Heute Traxxas Mini Erebo. Elektronik her, komplett Stock. Ja, egal. Also Motor und Regler sind original. Mit 3S Lipo habe ich mir letztens gekauft. Zuerst hier einmal Speedrun, habe ich gerade eben gemacht. Ah, hau ab. 75 km/h. Ich blende es euch hier ein, damit ihr es mir glaubt. Bin ich gerade eben mit dem Auto hier gefahren. Also das reicht jetzt eigentlich. Mehr braucht man nicht. Klar, man kann noch irgendwas machen mit zwei Nims und so, damit man halt die 80 fährt, aber ob man das dann schafft, weiß ich nicht. Bleibt doch mal stehen. Und jetzt zeigen wir euch noch kurz, wie der hoffentlich Wheelies macht. Ich weiß nicht, ob das auf Video klappt, aber er hat ja einen Mitteldiff drin, habe ich verbaut, damit die Einzeldifferenziale nicht so schnell kaputt gehen. Wir probieren es aus. Ich hoffe, dass es auf Video jetzt auch klappt. So. Stehen bleiben. Gut. Ja, geht schon. Man muss halt wirklich komplett aus dem Stand. Und Gashebel halt mit Gewalt nach hinten rammen. Ja. Und dann geht's. Die Reifen werden halt schon gut groß, aber es geht schon, ja. So. Jetzt kommt da genau ein Fahrrad. Klar, logisch. Entschuldigung. Der hätte auch mal klingeln können. Haben sie aber alle nicht. Nee. Ist auch sowas. Leute, wenn ihr Fahrrad fahrt, baut euch eine Klingel dran. Das hilft nämlich jedem. Das hilft auch uns, dann wissen wir, dass ihr da seid. So, jetzt nochmal. Lenken! Guck mal, es geht sogar mit Lenken. Alter! Geht besser als gedacht. Nicht schlecht. Ja, also die Wheelie-Bar kann man wieder dran machen, aber zum Bashen bringt die halt eh nichts. Also gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt Offroad und hauen mal richtig raus. Vielleicht kriegst du einen Backflip. Vielleicht. Wird schwierig. Sieht schwierig aus, weil die ist auch nicht drauf. Nee. Hey Freunde, herzlich willkommen bei RCKS & Co. Achso, nee, wir haben ja die Anmoderation schon gemacht. Also, dann geht's jetzt doch nicht im Gelände weiter, sondern erstmal hier noch in einem Skatepark. Hier waren wir vor ganz langer Zeit schon mal, vielleicht erinnert sich noch irgendjemand dran. Wir haben ein Video gemacht mit dem alten, mit dem guten alten AMT, damals mit blauer Karo. Ich würde sagen, hier ist gerade keine Sau unterwegs und wir gucken, was wir mit Mini Erebo an 3S hier anstellen können. Also hier in der Bowl sieht es schon ganz gut aus. Oh. Mach mal da oben an der Wand einen Wallride. An der Wand, also ich muss von der Rampe an die Wand springen. Ja. Das Auto ist voll schwer zu filmen. Naja, hier ist es auch. Weil du siehst es eigentlich nicht, halt weg, weil die Bowl so bunt ist. Und dann noch so schnell. Oder das Wasser. Oder mach mal, probieren wir, ob da ein Backflip runter geht oder hoch. Ja, stimmt. Ja, entspannt. Runter. Nee, es war zu schnell, dann zu viel Gas. Nein, nein, nein! Ja. Jetzt ist er da hinten drin. Scheiße. Da ist Wasser. Kannst du so einen Walljump machen? Wasser. Also hier fahren wir gerade mal noch ein bisschen über diesen Hügel da und diese komische nach außen gebogene Kurve. Ist eigentlich richtig geiles Element für einen Skatepark. Gerade für RC-Autos kann man richtig gut springen. Ja,
So, das könnte jetzt ein bisschen schief gehen, aber wir haben vor, auf die Rampe und dann gegen das. Und vielleicht geht er dann relativ hoch. Oder da drüber, aber wahrscheinlich langt es nicht. Oh, oh, langt der überhaupt nicht, hä? Okay. Der andere passt. So, jetzt ist leider gerade mal, funktioniert er irgendwie nicht mehr so richtig. Also lenken tut er gar nicht mehr. Wenn man manuell lenkt, dann hört sich's ganz normal an. Aber mit der Funke geht nichts. Und Gas nimmt er nur manchmal an. Also irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn das irgendwas zwischen Fernbedienung und Empfänger wäre, dass irgendwie Stecker rausgegangen sind oder keine Ahnung. Also das Auto ist halt doch nicht unzerstörbar, weil als die Räder schräg waren, hat er sich da hat er sich gerade gestellt. Also es ist komisch, weil also Getriebe. Nee, Getriebe kann das nicht sein. Gas nimmt er schon noch ein bisschen an. Komisch. Müssen wir nochmal entweder später oder zu Hause mal Empfängerbox aufmachen und gucken. Vielleicht Funke neu anbinden, neu kalibrieren oder irgend sowas. Keine Ahnung, was das jetzt soll mit der Elektronik hier. Ich meine, der Aufprall war heftig, ja. Aber dann müssten ja Stecker raus sein, weil von so einem Aufprall kann ja die Elektronik nicht kaputt gehen, eigentlich. Aber wir gucken mal an. So, Freunde, nachdem im Skatepark ja irgendwie gar nichts mehr ging. Oh, ich könnte den Regler auch kurz ausschalten. Habe ich doch eigentlich. Habe ich jetzt zu Hause die Empfängerbox aufgemacht, weil ich gedacht habe, dass der Stecker vom Servo draußen war, rausgegangen wäre. Dafür musste man halt auch den Motor rausholen. Dann habe ich mir Videos angeguckt auf YouTube zu Regler kalibrieren, Funke kalibrieren, habe ich alles mitgemacht. Hat trotzdem noch nichts gebracht. Dann haben wir einen alten XL5 Regler, also einen Brushed 1:10er Regler angeschlossen. Dann hat er wieder gelenkt. Und jetzt habe ich wieder den alten E-Revo-Regler angeschlossen und jetzt geht's eigentlich wieder. Also, keine Ahnung, ich hoffe. Jetzt geht nichts mehr. Hä? Der ist ein bisschen lahmarschig oder was? Ich hoffe, dass es morgen draußen dann auch noch funktioniert, dass wir das Video noch Offroad machen können. Oder dass man halt noch ein bisschen fahren kann. Hä? Bei eben ging es kurz nicht. Naja, aber es geht wieder besser als vorher. Und vor allem der Servo ist noch ganz. Keine Ahnung. Elektronik kann schon auch ordentlich ja aufregen und rumspacken. Also jetzt geht's nicht mehr. Lenkung geht nicht. Gas geht nicht. Jetzt ist der Regler ausgegangen. Der Empfänger blinkt nicht mehr. Der Regler blinkt nicht mehr. Abgesoffen. Naja, gucken wir halt mal. Der Mini E-Revo steht jetzt hier. Wir sind in diesem Dirtpark und versuchen jetzt nochmal ein 3S Backflip und so. Wenn die Elektronik mitmacht, er fährt jetzt aktuell. Wir haben ihn eingeschaltet, direkt Vollgas gegeben. Mal schauen. Ich glaube, man muss einfach permanent Gas geben. Jetzt geht es schon nicht mehr. Lenkung geht auch nicht mehr. Dann müssen wir nochmal neu starten. Aber einfach dauerhaft Gas und dann geht er auch nicht aus. Ja, das war ein sehr gut. Aber er geht noch. Das war noch ein Backflip. Ja, okay, an 3S macht er schon mehr Bock. Ja, habe ich schon am Anfang gesagt. Aber da muss 3S rein. Was das jetzt mit dem Regler ist, ob das damit zusammenhängt, dass der jetzt so überhitzt. Ah, Mann, es juckt überall. Ah, Blatt auf der Fresse. Ich muss mal von links nach rechts hinweg schaffen. Zu viel Gas auf die Rampe. Oh, armer Spoiler. Armes Auto. Nein, nicht in die Pfütze. Aber er geht jetzt schon relativ lang. Schon, ja. Wenn man auf dem Gas bleibt, geht's. Ist halt relativ hektisch. Aber es geht schon. Frontflip. Geht auch. Ja. Mit Landung. Na klar, der ist natürlich nicht mehr. Ja, den hat man gesehen. Ich
Ja. Also an 3 ist, kann man das Auto nur empfehlen. Jetzt lenkt er gerade, ja, gerade eben hat er nicht mehr nach rechts gelenkt. Solange der Regler das überlebt, die Karo hängt schief. Karo ist noch da, gut. Ab geht, aber ein Mitteldiff würde ich glaube ich schon empfehlen. Ich weiß nicht, wie das ohne Mitteldiff ist, weil an 2 sind die Diffs ja schon kaputt gegangen. Ja, ich glaube an 3S braucht man schon, dann das kann schon Mitteldiff sein. Und vom Fahrverhalten her geht's. Ich habe gerade gedacht, der Kasper kommt. Also, ja, macht schon Bock, geht gut ab. Was das mit dem Regler ist, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat es sich wieder eingefahren oder man muss halt doch einen neuen kaufen, aber keine Ahnung, der war noch nie so das Beste. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video Mini Irevo an 3S. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei RC Gas & Co. Ciao, ciao. Ciao.